Willkommen. Medialität, eines meiner Lieblingsthemen bei Mystica. Der Medialität ist ja sehr weit verbreitet, wie wir in einem vorigen Gespräch schon gesprochen haben. Da ging es um die Geschichte der Medialität. Und heute möchte ich mit dieser wunderbaren, erlauchten Person über ihre eigene Geschichte ein bisschen sprechen. Es ist die wunderbare Dr. Wada Hasselmann. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Du darfst mich aber jetzt nicht vergöttlichen. Nee, aber naja, Ehre wem Ehre gebührt. Du machst schon eine tolle Arbeit seit vielen Jahrzehnten. Ja. Und da wollen wir ein bisschen Genaues erfahren, wie es dazu gekommen ist. Und deswegen wünsche ich euch schon mal viel Freude dabei. Ja, Medialität. Hallo Wada. Du hast viele Bücher geschrieben, meist auch in Zusammenarbeit mit Frank Schmolke. Die Quelle hat viele, viele Texte. Du hast vorher gesagt, ungefähr 4000 Seiten Texte und noch viel mehr übermittelt über die Seelenlehre des Menschen. Und das ist eine ganz faszinierende Arbeit. Und deswegen bist du ein sogenanntes Wach-Tief-Trance-Medium. Was es damit auf sich hat, werden wir jetzt im Laufe dieses Gesprächs ergründen. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Medialität und Trance. Da geht es ein bisschen um die Geschichte der Medialität. Das könnt ihr euch bei unserem anderen Gespräch anschauen. Jetzt geht es so ein bisschen um deine Geschichte, die auch in diesem Buch wunderbar verwoben ist. Und wir haben gesagt, im Vorwort beschreibst du schon so ein bisschen, gibt also eine ganz gute Einführung in das, was ein Medium ist und in diese Problematik, wenn man als Medium sozusagen berufen ist. Deswegen haben wir gesagt, sei doch so lieb und lies mal die erste Seite vor. Ich lese die ersten Zeilen dieses ganz brandneuen Buches und hoffe, dass ich mich damit auch ein bisschen verständlich machen kann als Mensch und nicht nur als Medium. Und zwar folgendes. Fragt mich ein Fremder nach meinem Beruf, antworte ich meistens, ich sei pensionierte Lehrerin. Diese Auskunft stellt jeden zufrieden. Damit ziehe ich mich aus der Affäre. Keiner fragt nach. Denn würde ich die Wahrheit sagen, müsste ich mich notgedrungen mit all den Missverständnissen, dem Misstrauen, der unstillbaren Neugier, der Verachtung, den Unterstellungen und den vielen seltsamen, mystifizierenden Vorstellungen über meine Tätigkeit auseinandersetzen, die eine aufrichtige Antwort in der Regel hervorrufen würde. Ich müsste mich erklären, rechtfertigen, bewundern lassen, mich vielleicht sogar verteidigen. Dazu habe ich aber keine Lust. Ich bin ein Medium. Genauer gesagt ein Wach-Tief-Trance-Medium. Was das ist, weiß niemand so ganz genau. Deshalb kann man es auch nicht mit wenigen Worten erläutern. Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, ein Buch über Medialität zu schreiben. Als ich eine merkwürdige Disposition in mir entdeckte, war ich schon Mitte 30. Zunächst betrachtete ich die neu entdeckte Fähigkeit als interessante Spielerei. Ich war zu jener Zeit wissenschaftliche Assistentin am Romanischen Seminar in Göttingen und kannte nur ein Ziel, Professorin zu werden. Ich arbeitete täglich an meiner Habilitationsschrift über eine Dichtung des 15. Jahrhunderts und hatte schon einiges veröffentlicht. Das Wort Medium hatte ich kaum gehört. Es klang in meinen Ohren mehr als zweifelhaft. Allenfalls verband ich es mit viktorianischen Damen in schwarzen, hochgeschlossenen Kleidern und Witwenhauben, die sich mit Tischrücken wichtig machen wollten. Oder mit seltsamen Berichten über eine klebrige Masse, ein Ektoplasma, das einem Anwesenden während der Präsenz eines Verstorbenen oder Geistes aus dem Mund quoll. Damals kam ich nicht im Entferntesten auf die Idee, mit so etwas zu tun haben zu wollen. Jetzt bin ich Mitte 70 und man nennt mich die Grande Dame der Medialität. Kann man sich einen verrückteren Lebenslauf vorstellen? Ich wundere mich immer noch. Denn in der Tat, du wolltest kein Medium werden. Du warst auf dem Weg, eine Wissenschaft, eine Literaturwissenschaftlerin zu werden. Mhm. Hattest eben schon eine Doktorarbeit geschrieben über, glaube ich, Artus, die Graz-Legende. König Artus und seine Tafelrunde und die soziopolitischen Implikationen dieser Dichtung. Wunderbar. Und hast aber dann vorher und währenddessen ganz viele interessante Erfahrungen gesammelt und vieles gelernt, was alles in diesem Buch ausführlich zu sehen, zu lesen ist.
warst dann auch begeisterte, ja, Jüngeren, kann man jetzt nicht sagen, aber Osho hat dich doch sehr geprägt, ja, dieser große spirituelle Lehrer. Ich nenne mich nicht Jüngerin, sondern Schülerin. Schülerin, ja, genau. Das ist für mich ein großer Unterschied. Absolut, ganz bestimmt, ja. Und selbst ein Schüler sollte nicht blind dem Lehrer alles glauben, sondern natürlich immer, wie wir im ersten Gespräch schon gesagt haben, immer prüfen, stimmt das für mich, aber was kann ich lernen und das mitnehmen. Ja, und aber ja, es kam dann einfach irgendwann diese andere Welt durch und hat sich gemeldet bei dir. Wie begann denn das? Wie begann das? Ach, das begann sehr merkwürdig. Ich hatte eine Einladung zu einer großen und sehr ehrenvollen Vortragsreise durch die USA. Das war 1982. Und da war ich an vielen, vielen Orten, auch noch in Kanada, und wurde von einer Universität zur anderen weitergereicht. Ich habe überall Vorträge gehalten. Es war wirklich aufregend und schön. Und zwischendurch habe ich gedacht, da gehe ich doch mal heimlich 3-4 Tage nach Esalen in Kalifornien. Das war damals das Zentrum der humanistischen Psychologie. Das muss ich ja den Kollegen nicht erzählen. Aber das, wo ich schon mal hier bin in den USA, bin ich also nach Kalifornien geflogen, hatte alles. Damals gab es kein Handy, es gab kein Skype natürlich. Und ich hatte alles telefonisch und schriftlich vorbereitet, hatte mich da angemeldet zu bestimmten Kursen. Und als ich da ankam, war ich sehr wütend, weil man sagte mir, nö, der Kurs, den Sie da wollen, den du da willst, der ist schon längst belegt, da kannst du gar nicht mehr mitmachen. Was das war, weiß ich nicht, aber ich dachte, jetzt bin ich schon mal hier, was ist denn noch frei? Und da haben sie gesagt, da ist noch ein Kurs frei über Hellsehen. Mhm. Und dann dachte ich, Gott, ja, gehe ich da halt rein, dann lerne ich ein paar Leute kennen und habe was zu tun und so. Es waren nur ein paar Tage. Und das war ein Wochenende und dann haben wir da so Übungen gemacht und ich habe gemerkt, wow, ich bin hier besser als alle anderen. Zu meinem eigenen wirklich großen Erstaunen, meiner Verblüffung. Was ist das jetzt? So. Und das war meine erste Berührung mit dieser Thematik überhaupt. In den USA war das alles schon ein bisschen weiter. In Deutschland war das noch gar nicht durchgedrungen, diese moderne Version von Medialität. Aber ich machte dann die Augen zu und dann sah ich Bilder und Personen, konnte die beschreiben und so. Mhm. Fand ich sehr interessant und eindrucksvoll. Aber ich habe mir auch damals nicht träumen lassen, dass das mal wichtig sein würde für mich. War halt, ja, schön, interessant. Mhm. Und dann bin ich wieder zu meinen Vorträgen und dann nach 3 Wochen nach Hause und habe an der Universität weitergewirkt und habe mir nichts dabei gedacht. Das war 82. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, eine Begegnung mit einem Channel-Medium, die hat einen Michael gechannelt. Das war ein bisschen später. Mhm. Das kam gar nicht über mich, sondern über meinen Mann, den Frank. Das ist mein Seelenzwilling. Das heißt, wir sind so eng verbunden. Was er erlebt, erlebe ich auch und umgekehrt. Mhm. Schönen Gruß, Frank Schmolke, ja. Der Co-Autor auch von vieler seiner Bücher. Genau. Er war zu 83, war er lange Zeit, ein Jahr in den USA und ist auch viel rumgereist und hat, so wie wir das später rekonstruiert haben, in Santa Fe eine Frau kennengelernt, die hat, wie es amerikanische Art ist, so gesagt, kommen Sie doch mal, komm doch mal vorbei und so. Er hat das ganz ernst genommen, das sollte man eigentlich gar nicht. Ach so. Und hat bei ihr geklingelt, sie hat die Tür aufgemacht und er, was wirklich nicht seine Art ist, ist an ihr vorbeigerauscht, durch das Wohnzimmer, in ihr Schlafzimmer, an ihre Bücherwand, hat da ein Buch rausgezogen. Das hieß Messages from Michael und hat gefragt, was ist das denn? Mhm. Und sie hat so ein bisschen rumgedruckst und so und er hat gelöchert, bis sie gesagt hat, das ist eine Publikation einer Gruppe von Leuten aus Kalifornien. Das sind Medien und das sind mediale Durchsagen. Er hatte von sowas noch nie gehört. Wirklich nicht. Mhm. Und er wurde aber sofort ganz
heiß und neugierig und hat gesagt, kennst du so jemand, der sowas macht? Und sie sagte, ja, wir haben hier einmal die Woche so einen Kreis von einem Medium, das arbeitet mit dieser Michael-Quelle. Das ist eine, auch so eine Quelle wie unsere. Mhm. Und darf ich da mit hin? Darf ich, ja, nehme ich mit. Und hat er das geschafft, dass sie ihn mitgenommen hat. Das war eigentlich alles so ein bisschen geheim oder so. Sie hat ihn mitgenommen und das Medium hat für uns zwei als schon lange verbundene und Seelenzwillinge eine Durchsage gemacht von 5, 6 Zeilen. Mhm. Und die hat er mir geschickt, die hat er aufgeschrieben, die hat er mir nach Deutschland geschickt. Und das war so auf den Punkt. Mhm. Es war so erschütternd, dass jemand, der nicht mal ein Foto von mir hatte, nicht wusste, in welcher Beziehung wir beiden, Frank und ich, zueinander standen, solche Sätze sagen kann über unsere Beziehung, wo wir wissen, wie die ist. Hm. Das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Und das Buch Messages from Michael hatte er beigelegt. Ich habe das verschlungen. Sehr schwieriges Englisch teilweise, sehr schwierig, sehr anspruchsvoll, völlig neue Materie. Und als ich es beiseite gelegt habe, habe ich, was ich heute als Anmaßung und Hybris bezeichnen würde, aber es musste wohl so sein, habe ich plötzlich gesagt, so, wenn es sowas überhaupt gibt, dass man Botschaften empfangen kann aus nichtkörperlichen Welten, wenn es sowas gibt, Moment mal, also wenn es sowas gibt, dann will ich das aber auch. Dann will ich das aber auch. Ja. Und dann habe ich mich dran gemacht. Mhm. Erst mit dem Pendel, die haben mit einer Planchette gearbeitet, das ist, nennt sich Ouija Board. So Ouija-Brett auf Ouija. Deutsch. Ja, ja, Ouija im Original, ja, genau. Ja. Ouija Board, und da hat man Buchstaben drauf und zwei Leute gehen mit den Fingern auf eine Art Dominostein oder sowas ähnliches und der Stein geht dann zu bestimmten Buchstaben, da kann man dann Wörter draus konstruieren. Und daraus dann wieder Texte. Und so habe ich auch angefangen. Ja, man ist stundenlang beschäftigt und kriegt ein paar Sätze, ich sehr mühsam. Ich habe den ganzen Tag gebraucht für eine kleine handgeschriebene Seite. Mhm. Ja. Und die war dann trotzdem, aber bereits sehr, sehr also gut. Also ich spürte, ich habe auf Englisch, weil ich ja gar nicht wusste, dass das auch auf Deutsch geht. Ah, ja, okay. Ich war ja mit diesen amerikanischen Leuten da, geistig in Verbindung. Ich wusste gar nichts habe dann gesehen, also da kommen Vokabeln vor, die ich als Anglistin überhaupt nicht kenne, die ich nachschlagen muss. Ja, vielleicht im Unbewussten, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das war nicht meine Sprache, das waren nicht meine Gedanken. Mhm. Dann hast du dich dann auch beschwert? Dann kam irgendwann später. Ja, ja, okay. Ein, zwei Jahre später. Ja, okay. Ja, nachdem ich ewig lange hier mit Pendel und ein Buchstabe nach dem anderen, war furchtbar anstrengend. Mhm. Aber Frank hat immer gesagt, was du da kriegst, ist wirklich interessant. Mhm. Und ich vertraue ihm seiner Wahrnehmung. Und wenn er das sagt, dass das interessant ist, dann ist das auch interessant. Er hat das nicht mir zuliebe gesagt, sondern er wollte mehr davon. Und so haben wir ja wie im Reißverschlussverfahren zusammengewirkt bis 1990, als ich dann bei einem anderen eine Art Selbstausbildung mit Hilfe dieser Person gemacht habe und eine Trance-Technik erlernt habe, die mir erlaubt zu sprechen, anstatt zu schreiben. Mhm. Und das war der Durchbruch. Ah, interessant. Und ab dann konnte ich Texte von allgemeinem Interesse sprechen, nachdem ich wirklich viele Jahre nur geschrieben habe, und zwar buchstabenmäßig. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Vorher hatte ich noch eine gewisse Distanz dazu. Du hast ja die Augen halb offen, mit so einem Schlafzimmerblick. Und dann schreibst du den Buchstaben hin, machst du wieder zu und so. Das war keine tiefe Trance, das war so eine Halbtrance, aber ging auch. Als ich in Volltrance war, in einer Wachtieftrance, wie du vorhin gesagt hast, das hat mir dieser Kollege einfach mit meiner Anleitung beigebracht,
da konnte ich plötzlich, ja, innerhalb von einer halben Stunde konnte ich 6 DIN-A4-Seiten vollsprechen. Wow. Ja, mit, aber, und die Texte sind von Anfang an von höchster Qualität. Mhm. Wir haben ja alles dokumentiert. Mhm. Mhm. Ich wundere mich, ich war doch erst am Anfang und trotzdem, die Texte sind perfekt. Und es ist ja auch spannend, wie diese unterschiedlichen Bereiche des Lebens so allmählich zusammenkamen. Du schreibst, dass du zum Beispiel Meditationserfahrungen durch Osho schon gelernt hast. Dadurch konntest du als weiteren Schritt eben diese Tieftrance wirklich leben. Dann eben Literaturwissenschaftlerin, dein unglaubliches Sprachvermögen. Dann ein Mensch wie Frank, der sich dafür interessiert, der Fragen stellt. Das kann ja alles kein Zufall sein, muss man schon wirklich mal sagen. Nein, früher hätte ich schon gedacht, dass das alles Zufall ist, dass der Kurs voll war, dass sie mich in was anderes reingestopft hat. Das hätte ich alles als Zufall betrachtet, aber heute sehe ich das anders. Heute sehe ich das als eine relativ gezielte Hinführung von uns beiden, nicht nur von mir, denn ich mache das nie alleine. Ich gehe nie alleine in Trance. Frank oder inzwischen auch mal jemand anders und sogar einmal du. Ja. Du hast mich genötigt, hast du mich. Ich hatte die Ehre, das mit dir zu versuchen für unseren Film Die Übersinnlichen. Ja. Und das ist ja sehr, sehr schön, was dabei rausgekommen. Und eine ganze Seite aus diesem ist wiederum hier in diesem Buch auch, weil wir nur einen kleinen Auszug in unserem Film Also der ganze Text, den ich damals vor der Kamera durchgesagt habe, ist da abgedruckt. Genau. Ja, also das heißt, es braucht auf jeden Fall eine Person. Für mich. Magst du das mal ein bisschen genauer beschreiben, was da geschieht? Ich werde in Trance geleitet mit einer Technik, einer Methodik, die für mich die richtige ist. Die habe ich selbst entworfen mit Hilfe dieser Person. Und die hat sich auch seit 30 Jahren nicht verändert. Es gibt anfangs etwas Musik zum Einstimmen, dann führt Frank mich in diese Wach-Tieftrance. Wach-Tieftrance heißt, ich höre mich sprechen, aber ich spreche etwas, was ich nicht gedacht habe. Ich höre mir zu mit einem gewissen Interesse, kann mir aber gleichzeitig nichts merken, dass Kurzzeitgedächtnis und auch das Langzeitgedächtnis sind in diesem Zustand ganz ausgeschaltet. Ich bin in einer tiefen, tiefen Trance, aber ich bin nicht ganz weg, weil ich mich ja höre. Ich bin nicht nur wach, sondern überwach. Wach, wie ich im Normalzustand nie bin. Also unglaublich konzentriert und alert und meine Sinnlichkeit, also das Hören, das Riechen, das Fühlen, das Sehen mit geschlossenen Augen von ganzen Filmsequenzen oder manchmal Zukunft, manchmal Vergangenheit, vergangene Leben und so, das ist so erweitert, wie ich das im Normalzustand ja nie sein könnte und auch gar nicht sein will für mich. Das mag für andere anders sein, aber ich sag's so mal für mich. Für mich ist es unglaublich entscheidend, dass ich ein normales Leben habe, als Frau, als Hausfrau, als Reisende, beim Einkaufen, auf dem Klo. Ja, da bin ich ein ganz normaler Mensch und das brauche ich auch. Ich muss das haben. Und wenn ich dann in Trance gehe, diese eine Stunde oder ja, meistens ist es jetzt eine Stunde, dann bin ich in Tieftrance, dann bin ich nicht ich, dann bin ich auch wahnsinnig produktiv. Ich muss mir keine Mühe geben, eine Frage wird mir gestellt, die Quelle antwortet durch meinen Mund, dann komme ich wieder aus der Trance raus, das dauert auch einige Minuten, also das Hineingehen dauert 5-6 Minuten, dann bin ich tief. Also nicht mehr so an der Oberfläche wie damals mit dem Pendel, bin ich so tief weg, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiße, so ungefähr. Interessiert mich auch nicht, wie ich heiße, weil ich bin ja gar nicht mehr, ich bin nur noch körperlich präsent. Du bist Zeuge. Du hast es ja auch oft erlebt. Ja. Absolut, ja. Und du hast mal geschrieben, dass dein Stirnchakra sehr offen ist, natürlich für die Verbindung nach oben. Also, das ist mein Stirnchakra. Das ist sogenanntes drittes Auge. Aber das ist das Entscheidende. Das Kronenchakra, genau. Das Kronenchakra muss ich so aufmachen, dass etwas in mich hinein kann, was nicht von mir ist. So, dann kommt das Stirnchakra dazu. Dann muss ich mein Halschakra auch noch dazu schalten, weil sonst kann ich ja nicht reden. Genau. Ja? Und ich könnte auch nicht, ich höre ja auch so komische Sachen.
in Trance, die sonst niemand hört. Ich höre Musik manchmal, ich höre Volkslieder, ich höre Operettenlieder, ich höre jemanden sprechen. Und dann schalte ich noch mein Herzchakra dazu. Mhm. Weil, ja, ich sag mal, mein Anspruch an diese Arbeit ist, sie auf einer warmen, liebevollen, menschlichen Ebene zu halten und nicht rein theoretisch, kühl, intellektuell. Die Texte sind anspruchsvoll, das gebe ich zu. Mhm. Nicht alle, aber sie haben immer einen Ton. Absolut. Liebevoll, einen ganz eigenen Ton, öffnend, den ich persönlich gar nicht so Humor habe. Auch der Humor öffnet noch zusätzlich. Humor ist dabei, aber vor allen Dingen so etwas sehr Kommunikatives, was ich erkennen kann, was auch durch mich eben fließt. Mhm. Aber eigentlich bin ich noch anders. Mhm. Ich als Mensch bin noch anders. Mhm. Mein größtes Anliegen ist anschalten, dann geht's los und dann wieder abschalten. Und dann bin ich wieder ich und normal. Und dieses Buch habe ich nicht in Trance geschrieben. Genau, hast du selbst recherchiert, hast deine eigenen Gedanken, Geschichten eingebracht. Ja. Und auch wunderschön geschrieben. Also, und dann habe ich auch noch ein paar Romane geschrieben und Kurzgeschichten, die sind von mir. Mhm. Und das brauche ich auch. Ich will nicht nur Medium sein. Es ist vielleicht für viele, die meine Fähigkeiten bewundern, auch nicht so ganz nachvollziehbar, aber es ist in gewisser Weise ein kleines Ärgernis, dass ich als Mensch oder als Person nur wahrgenommen werde, wenn ich die Augen zu habe und nicht mehr ich bin. Das muss man sich mal vorstellen, was das mit einem macht. Wirklich. Ja, das macht nämlich wirklich was mit einem. Ich will auch noch außerhalb meiner medialen Tätigkeit jemand sein und ich habe noch viele andere Talente und Qualitäten und so, die möchte ich auch noch leben. Mhm. Wobei ich ja schon das Gefühl habe, dass du eigentlich auch sowas bist wie eine Lebenslehrerin, weil du hast selbst dieses Wissen natürlich auch verinnerlicht und bringst es mit deiner Erfahrung zusammen und hilfst damit vielen Menschen im völlig normalen Wachbewusstsein. Im Nachhinein eigne ich mir das an, was die Quelle sagt. Ich bin natürlich auch geschult durch die Quelle, weil man kann nicht jahrelang dieser Energie, diesem Einfluss ausgesetzt sein, ohne dass was hängen bleibt. Ja, oder ohne irgendwie einverstanden zu sein, weil sonst geht ja dann gar irgendwann auch gar nicht mehr. Es gibt aber Mädchen, die das so erlebt haben. Also richtig. Helen Schuckmann. Ja. Kurs in Wundern. Helen Schuckmann, das habe ich auch im Buch beschrieben, ist da auch so ähnlich dran gekommen wie ich, wie die Jungfrau zum Kinde. Mhm. Und sie hat sich nie mit ihrem Kurs in Wundern identifizieren können. Sie hat bis zum Schluss darauf bestanden, dass ihr Name niemals auf dem Deckblatt, auf dem Cover auftaucht. Sie war auch Professorin. Und hat sich für diesen Kurs in Wundern echt zu Tode geschämt. Mhm. Das muss man sagen. Mhm. Niemand sollte es erfahren. Sie hat außerdem noch eine ganze große Anzahl von Gedichten aus dem Jenseits oder von wem auch immer. Da hat sie nicht mal nachgefragt, von wem das ist. Empfangen. Auch von denen wollte sie nichts wissen. Aber sie war immerhin so ehrlich, dass sie es nicht unterdrückt hat. Mhm. Mhm. Und dass sie gesagt hat, es ist nicht von mir, soll es wirken, aber ich bin damit nicht identifiziert. Also so weit geht es bei mir lange nicht. Ja, ja. Ich verleugne mich nicht, ich gehe in die Öffentlichkeit, das weißt du, auch jetzt in diesem Moment wieder und bin bereit, mich zu outen. Denn das ist auch der Unterschied zu dieser Gruppe von Medien, die mit Michael gearbeitet haben in den 70er Jahren, muss man sagen. Allerdings nach Jane Roberts mit Seth. Mhm. Das müssen sie gekannt haben. Schreiben sie aber nicht oder sagen sie nicht. Diese Medien sind immer anonym und inkognito geblieben. Mhm. Niemand, also es waren mehrere Medien, die durch die Michael ein Freundeskreis gesprochen hat. Ah, verstehe. Mhm. Erst die eine, dann hat der andere das auch probiert und so ging es weiter. Und auch nach 5, 6 Jahren hat das Hauptmedium gesagt, lasst mich in Frieden, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dabei ist das fantastisches Material. Aber sie ist in Konflikt gekommen mit wahrscheinlich mit ihrem Glauben oder ich weiß nicht womit. Sie hat sich dazu auch nicht geäußert, ist inzwischen auch längst tot. Sarah Chambers hieß sie. Es ist inzwischen natürlich bekannt. Ja, so. Sie hat das Material einfach verkauft an eine UFO
und Horror-Story. Oh. Autorin, die ja. das Zeug dann zusammengestellt hat mhm. und einen großen Reibach gemacht hat mhm. damit. Mhm. Aber sie, Sarah Seamus, wollte nichts mehr damit, mhm. davon wissen, ist umgezogen, ist im Mittleren Westen und mhm. so. Ähnlich wie die Schuckmann. Aber das ist schon interessant. Aber das ist ja. bei uns ganz anders mhm. und unsere Quelle hat uns auch öfter gelobt dafür, dass wir dazu stehen. Mhm. Und mit unserer Persönlichkeit, Frank und ich, auch das verbreiten und die Seminare anbieten und Vorträge und Videos machen. Denn ja, die Seelenlehre ja. soll die Menschen erreichen. Absolut. Und dadurch hat es eine wunderbare Verbreitung gefunden. Ja, wirklich. Aber es ist ja schon interessant. Helen Schuman und auch einige andere, die, sie haben sich nicht ausgesucht, sondern sie wurden ausgesucht und von einer Instanz, ausgesucht. Die ja. Wissen übergeben wollten. Und auch die Quelle sagt an einer Stelle, dass sie lange auf der Suche war nach der richtigen Person. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von der Quelle. Da freue ich mich, wenn du das mal vorlesen ja. magst. Also, Worte der Quelle. Wir haben im Laufe der letzten irdischen 250 Jahre immer wieder einmal versucht, unsere Seelenlehre in Anführungszeichen an den Mann zu bringen, an den Menschen zu bringen. Das ist uns auch hier und da durchaus gelungen, jedoch nicht in Gestalt einer systematischen Schriftenreihe. Dazu muss man nämlich schreiben können und publizieren können und einen Verlag finden und so weiter. Verstehst du? Mhm. Wir konnten tatsächlich von Zeit zu Zeit einzelne Menschen, Familien oder kleine Gruppen erreichen. Jedoch auf eine Art, die mehr von den Weisen in uns als von den Gelehrten ausging. Das sind zwei Seelenrollen, aus denen diese Quelle zusammengesetzt ist. Eure Vorbildung, also Sie sprechen zu uns, zu Frank und mir, mhm. Eure Vorbildung und eure spezifische Denkfähigkeit verbindet sich mit einer medialen Empfänglichkeit. Diese wiederum nutzt eine Trance-Methode, die in früheren Jahrhunderten nicht bekannt war und nicht praktiziert wurde. Anders als zuvor erlaubt sie nun einen kontinuierlichen Redefluss ohne spektakuläre Manifestation, also ohne Ektoplasma, ohne dass ich mich mit Schaum vom Mund auf den Boden winden muss, ohne dass die Leute sagen, da gehe ich mal hin, weil ich das gucken will. Mhm. Ohne dass alle erst Mantren singen müssen. Ja, und ja, ja. Müssen. Ich muss ja. auch weder Weihwasser in den Ecken versprühen, noch irgendwelche Gebete sprechen. Ja. Nein, das ist alles heilig genug, was mhm. ich sage. Wenn Trance wie früher lediglich ein Zufallsprodukt ist, das einige Individuen erfahren und sich dieses Individuum nichts anderes vorstellen kann, als Geister zu sehen, erregende Phänomene zu produzieren oder etwas zu äußern, das niemand versteht und niemanden interessiert, können wir keine Lehre verbreiten. Wohl aber vermögen wir Menschen auf halbbewusster Ebene von der Wirklichkeit der Seele überzeugen. Hm, wunderbar. Ja, schon sehr spannend, ja. Also da wird eben angedeutet, dass es heute leichtere Wege gibt für jene Auserwählten. Viel leichter. Jetzt kann man sagen, leicht, okay, aber ich weiß ja auch von dir, dass es eigentlich eine sehr anstrengende Arbeit ist. Und ich habe lange gerätselt, warum denn eigentlich? Und dann habe ich da einen Teil gelesen, wo du eben sagst, auf der einen Seite musst du dich total öffnen und entgrenzen. Und aber entspannen. Du kannst eben nicht diesen entspannten, entgrenzten Zustand einfach nur genießen, sondern musst gleichzeitig dich dann wieder konzentrieren. Magst du das mal ein bisschen ausführen, wie das gemeint ist? Ist ein Paradox. Mhm. Und das ist gar nicht so angenehm. Denn wenn man total entspannt ist, möchte man eigentlich einschlafen. Oder vor sich hin dösen. Oder gar nichts tun. Aber die mediale Trance ist ja nur eine Vorbereitung und ein Mittel zum Zweck. Und wenn sie eingetreten ist, dann ist der Sinn der ganzen Angelegenheit ja, dass man etwas empfängt und je anspruchsvoller die Durchgabe ist, umso härter ist die geistige Arbeit, die dann geleistet werden muss. Und das ist ein so großer Widerspruch, diese Tiefenentspannung und der Wunsch nach nichts tun und dann diese wirklich harte Arbeit. Die Quelle hat es mal verglichen mit einem Weltklasse-Geiger, so was weiß ich, Judy Menuhin oder so ähnlich. Mhm. Wenn so ein Violinist seine Geige nimmt und ein Stück spielt, muss er sich ganz hingeben und völlig entspannt sein und gleichzeitig absolut präsent, konzentriert,
Er muss das Stück kennen, er muss die Noten kennen, er muss im Kontakt mit dem Orchester sein und viele andere Dinge, das gleichzeitig. Hm. Ich fand es immer anstrengend und habe dann schon vor ungefähr 20 Jahren gesagt, also ich muss die Zeit, in der ich in Trance bin und leiste, Hochleistung erbringe, limitieren. Ich muss nach 45 Minuten, höchstens 50 Minuten aufhören. Mhm. Deshalb haben wir zum Beispiel auch in den Seminaren immer die Durchgabezeiten auf mehrere Tage verteilt. Denn wenn da 20 Leute eine Durchsage wollen und jede Durchsage dauert 4, 5, 6 Minuten, dann ist es einfach zu viel für mich. Dann kann ich nicht mehr schlafen, dann bin ich nervlich zerrüttet. Mhm. Und die Gefahr besteht auch, dass wenn ich dann ganz müde bin, dass die Qualität nicht mehr stimmt. Mhm. Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir auch den Anwesenden nicht zumuten, dass am Dienstag die Leute hohe Qualität kriegen, am Mittwoch eine mittlere und am Donnerstag ist es mal so. Mhm. Ja. Das heißt, die Quelle könnte eigentlich immer wahrscheinlich, aber du als Mensch, deine Aufgabe war es eben, wirklich Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ich brauche diese Zeit für mich, ich kann nur in dieser Zeit arbeiten. Ja, meine beste Zeit ist zum Beispiel zwischen 11 und 1 vormittags, dann bin ich halbwegs wach. Mhm. Also ich bin ja eine Morgenschläferin und eine Pennerin und ich bin abends auch nicht zu gebrauchen. Mhm. Also 11 bis 1 bin ich wirklich leistungsfähig. Und da, ich bin kein Mensch, obwohl das jetzt vielleicht so aussehen mag, ich bin ja auch schon ein bisschen älter geworden und erfahrener, ich bin kein Mensch, der es leicht hat mit Grenzen. Mhm. Als ich in den Anfang der 90er Jahre in Psychoanalyse war, hat mein Analytiker mir eines Tages gesagt, Frau Hasselmann, ich glaube, das Wort Grenze ist Ihnen nicht bekannt. Und ich schwöre, ich wusste damals nicht mal, was der Mann meint. Ich wusste nicht, was der meint mit Grenzen. Inzwischen habe ich eine Ahnung. Mhm. Und ich setze mehr Grenzen, aber ich bin eine Priesterin, ich bin eine alte Seele, ich bin Spiritualistin. Ja, also das Entgrenzen ist ja meine Spezialität. Mhm. Jetzt als Mensch muss ich aber Grenzen setzen, als Medium muss ich Grenzen ignorieren, so tun, als ob es die nicht gäbe. Das ist auch ein Spagat. Absolut, ja. Ne, ich denke, anderen Medien geht es ähnlich, obwohl sie das vielleicht nicht so mental aufdröseln oder verbalisieren können. Mhm. Aber das ist immer ein Konflikt. Mhm. Ja, man muss ja, glaube ich, auch sagen, dass jedes Medium anders ist, wie auch jeder Mensch anders ist. Jeder Mensch arbeitet anders, jeder hat andere Zugänge. Ja. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Quelle ja nun wirklich schon in der kausalen Welt ist, also jenseits des Inkarnationszyklus. Und jenseits der kausalen Zusammenhänge. Ja. Und deshalb einfach einen größeren Überblick hat und dadurch auch Fragen beantworten kann, die wir Menschen nicht beantworten können. Soll ich noch mal über Medien was vorlesen? Bitte sehr gerne. Und wenn du magst, kannst du auch, das können wir auch nachher noch mal, es gibt ja so ein wunderbares Gleichnis, das du gerne verwendest. Machen wir hinterher. Ja. So, das war noch Seife. Ah ja, hier. Medien sind eigenartige Menschen. Sie sind auch recht einsam in ihrem Metier. Nur ungern möchten sie sich mit Berufskollegen vergleichen oder vergleichen lassen. Im Allgemeinen freunden sie sich nur selten mit anderen Medien an. Dahinter mag ein halbbewusster Wahrheitsanspruch stehen. Es ist daher gewissermaßen heilsam, sich auf die Geschichte der Medialität einzulassen, um zu erkennen, dass es allen ähnlich geht. Eine absolute Wahrheit auf dem Gebiet medialer Übermittlung und nicht nur dort in Betracht zu ziehen, ist naiv. Nicht nur um Wahrheit und Lüge geht es. Nicht um Wahrheit und Lüge geht es, sondern stets um Teilwahrheiten. Sie werden von den transzendenten Informationsquellen in die Welt gesammelt, um bestimmten Menschen in einer bestimmten historischen, geistigen und gesellschaftlichen Situation eine Hilfe zur Erkenntnis anzubieten. Wunderbar. Ja. Hilfe zur Erkenntnis, ja, das ist vielleicht auch das Entscheidende, ne? Denn sagen wir mal, der Mensch muss ja schon selbst erkennen auf dem Weg und sein Bewusstsein weiterentwickeln, aber da bekommt er eben Hilfe. Du hast noch was gefunden? Ja, ich habe hier noch was gefunden, was vielleicht interessant ist.
Was ist nun eigentlich ein Medium? Hm. Was ist Medialität? Wo beginnt sie? Wo hat sie ihre Grenzen? Wie funktioniert sie? Kann man sie erlernen? Oder ist sie eine Gnadengabe? Das ist ein Wort von Apostel Paulus. Hm. Gnadengabe. Hm. Wozu dient sie? Wem nützt sie? Auf diese Fragen gibt es keine einfachen oder gar eindeutigen Antworten. Medialität ist ein weites Feld. Das Buch, das Sie in Händen halten, möchte die vielen unterschiedlichen Aspekte medialer Begabungen und Fertigkeiten ausleuchten. In meiner Eigenschaft als Transmedium und aufgrund jahrzehntelanger beruflicher Erfahrung möchte ich diese Tätigkeit in einen übergreifenden historischen und geistigen Kontext stellen. Es wird mir ein großes Anliegen sein, die mediale Begabung und die damit verbundenen Wirkweisen von einer unangemessenen Mystifizierung zu befreien. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Sehr schön. Vor allem aber bewegt mich der Wunsch, das Thema Medialität, dem Thema Medialität das Dubiose und Peinliche zu nehmen. Sehr schön, und das gelingt ja wunderbar mit diesem Buch und mit diesem Gespräch. Und wir haben jetzt noch die Kaffeemaschine angedeutet, so, weil das wunderbare... Nee, nicht die Kaffeemaschine, sondern das sorgfältige Handfiltern. Okay, alles klar. Kaffee. Ja. Ne, es ist eben nicht selbsttätig. Du kannst nicht auf den Knopf drücken und dann läuft es. Handfiltern ist ein bisschen aus der Mode gekommen, wird aber gerade wieder modern von Kaffeefreunden, die sich Mühe geben, eine bestimmte Röstung extra in die Stadt zu fahren, um da in eine Rösterei zu gehen und dann selbst zu mahlen die Bohne. Also zum Kaffeekochen, das ich als Beispiel für einen medialen Vorgang zur Hilfe nehme, gehört erstmal heißes Wasser. Also das darf nicht 60 Grad heiß sein, darf nicht aus dem Wasserhahn kommen. Es muss einfach 98 oder 96 Grad heiß sein. Das setze ich in Beziehung zu der Energie, die das Medium aufbringen muss, um sich an die Instanz, mit der es zusammenarbeitet, anzudocken, aber auch die Energie, die von der Instanz kommt. Also die Hitze des Wassers ist entsprechend der großen, starken, nachhaltigen Energie, die da zum Wirken kommt. Dann braucht man unbedingt Kaffeepulver. Das ist jetzt ein bisschen, ja, das muss ich so sagen, es gibt guten Kaffee, mittelmäßigen Kaffee, miserablen Kaffee, dünne, saure Brühe, die schon abgestanden ist. Und dann gibt es auch ganz feine Sorten. Das ist die Qualität des Senders. Also es gibt wirklich hervorragende Instanzen und dann gibt es so, naja, und dann gibt es welche, die nur erzählen, was man sowieso schon weiß oder nur von Frieden und Klimawandel reden oder über Tierschutz. Oder halt so Liebe miteinander und so. Und Liebe miteinander, Regenbogen und Frieden und was weiß ich, das ist alles auch ganz richtig. Darf alles sein. Aber sagen wir mal jetzt nicht so wahnsinnig neu und interessant. Das würde ich jetzt mit einem minderwertigen Kaffeepulver vergleichen. Und dann gibt es wirklich sehr hochwertige. Das Medium kommt jetzt ins Spiel. Wir brauchen also einen Filter aus Plastik oder Porzellan oder so. Das ist die Körperlichkeit des Mediums. Und der Geist des Mediums ist die Filtertüte. Die Filtertüte. Da kommt der Kaffee rein. Das Kaffeepulver. Je nach Qualität verschieden. Die Filtertüte ist fast immer gleich. Aber das Wichtigste an der Filtertüte ist, dass sie keinen Eigengeschmack in den Kaffee reinbringt. Dass sie neutral ist. Die Filtertüte muss absolut neutral sein, nicht schon dreimal gebraucht, nicht aus Zeitungspapier oder, wie ich manchmal ein bisschen frech sage, keine alte Schuhsohle als Filter nehmen, sondern da muss ganz Unauffälliges sein. Und die Filtertüte kommt ja nicht weiter ins Bewusstsein als wichtig. Aber ohne sie läuft das Zeug durch oder bleiben lauter Restbestände. Muss rein und durchlässig sein. Und neutral im Geschmack. Das Medium hat eine
je besser das Medium ist, umso neutraler ist es. Und alle Medien, die in Gefahr geraten, ihre eigenen Vorstellungen, Ideologien, Meinungen, Vorurteile, Ängste oder sowas in die Durchsage einzuflechten, können das auf Dauer nicht durchhalten. Das ist einfach unauthentisch. Ja, jetzt läuft der, vielleicht der gute oder der mittelmäßige Kaffee, je nachdem, läuft also durch. Da brauchst du aber auch eine Tasse oder eine Kanne. Wenn du das gleich in Ausguss fließen lässt, ist es der ganze Aufwand umsonst, der Kaffee ist vergeudet. Also die Empfänger der Botschaft sind die Tassen und Kannen. Dann muss es aber auch noch getrunken und gutiert werden. Gutiert werden. Also, jetzt kommt es auf die Empfängerschaft an. Um in dem Beispiel zu bleiben, es gibt Leute, die mögen keinen Kaffee. Das muss man respektieren. Die mögen keine Medialität, das muss man respektieren. Es gibt Leute, die kein Gefühl für Kaffeequalität haben, denen es ganz wurscht ist, Hauptsache ein bisschen Koffein. Da muss man auch das respektieren. Dann gibt es Leute, die ganz viel Kaffee trinken und dann gibt es Leute, die nur mal am Sonntag und die, was weiß ich. Also Gewohnheitstrinker. Gewohnheitstrinker, die gar nicht mehr hinschmecken. Ja, ja. Es gibt alles möglich. Aber wenn das nicht zusammenpasst, also der Empfänger, die Tasse. Und da gibt es aber welche, die es echt genießen und die Qualität schätzen. Und dann gibt es die Genießer schätzen. Und die einen kleinen Schlucken so. Und die sagen mit Zucker oder mit Schlagsahne oder ja. Die es wirklich verarbeiten. Ich brauche es aber auch vielleicht ganz verdünnt als Latte Macchiato. Ich lese also noch ein paar Zeilen zum Beispiel. Also dieses Beispiel kann man ziemlich ausführen. Ja, ja, genau. Aber es hat mich so überzeugt in seiner Abfolge. Und ohne das heiße Wasser, man kann Kaffee auch kalt brühen, aber der schmeckt dann wirklich ganz anders. Ohne diese hohe Energie, die man da investiert, als Medium, aber auch als Sender, passiert das auch nicht. Und ja, wenn jemand mit einem miserablen oder mittelmäßigen Kaffee zufrieden ist, ja, was soll man dagegen sagen? Und wer anspruchsvoller ist, muss halt auch sozusagen mehr investieren. Ne? Ein guter Kaffee kostet auch eine Mark mehr. Ja, so ist es. Wunderbar. Ja, vielen Dank für das schöne Beispiel, dass das ganz gut verdeutlicht. Aber es ist eben kein Zufall und es sind euer beider Seelen, auch Franks und deine, die wirklich lange sich darauf vorbereitet haben, die selbst mit, eben wie du sagst, mit der ganzen Person, dem ganzen Körper, dem ganzen Sein mitwirken und das mit ins Leben bringen. Und Frank hat da eine ganz zentrale Rolle, weil er der Fragesteller ist und er ist derjenige, der die empfangenen Botschaften nicht nur tippt und integriert, sondern auch darüber nachdenkt, sie auswertet, daraus neue Fragen entwickelt, was mich überhaupt nicht interessiert. Und diese Zusammenarbeit ist unglaublich fruchtbar. Nun ist es ja so, dass wir uns inzwischen seit 53 Jahren kennen und lieben. Und das ist natürlich eine Voraussetzung für mich. Ich sage es für mich, aber es war bei Jane Roberts und ihrem Mann auch so und bei Jack Purcell und seiner Frau auch so, dass diese Vertrautheit, diese unglaubliche Bereitschaft, sich fallen zu lassen, mit dieser Innigkeit zusammenhängt, dass man weiß, da ist jemand, der würde einem nie was wollen und wird einen immer beschützen und kann einen auffangen. Für mich war das immer ganz, ganz wichtig. Und erst dann kannst du dich wirklich fallen lassen. Erst dann kann ich mich wirklich fallen lassen, tief draus fallen. Sonst muss ich an der Oberfläche bleiben, wenn ich innerlich herumgucke, oh, was kann passieren, wer kommt in den Raum rein, welche Geräusche gibt es. Das ist ja in meiner Trance dann alles ausgeschaltet. Ich höre nichts mehr von außen, ich sehe nichts. Ich bin ganz schutzlos, ganz, ganz hautlos und kann mich nicht mehr äußern oder wehren. Ich kann ja kaum sprechen. Und dazu ist es wunderbar, wenn man jemand hat an seiner Seite, der dafür sorgt, dass man geschützt ist. Schön, wunderbar. Und einen auch wieder rausholt und darauf achtet, dass man wirklich wieder da ist. Ich habe da ja schon manchen Fehler gemacht. Zum Beispiel, dass ich gleich nach einer Trance-Sitzung im Seminar ins Auto gestiegen bin.
Was ist passiert? Ein Laster hat mir die Tür abgefahren, als ich aussteigen wollte. Ja, einfach, weil ich noch nicht ganz wieder hier. Ich wusste nicht, dass ich noch weit weg bin. Ja. Also ich bin inzwischen sehr viel vorsichtiger geworden. Na klar, ja. Wunderschön. Wow. Sehr spannend. Noch Fragen? Ich danke dir sehr. Nein, es gibt immer viele Fragen, aber ich glaube, das war jetzt ein wunderschönes, rundes Bild. Ich danke dir sehr, sehr, sehr spannend. Und vielleicht zum Abschluss, ja, eben, das soll jetzt trotzdem nicht dazu führen, sagst du auch selber, dass man dich verehrt. Es ist einfach eine Spezialbegabung, die schon deine ganze Person erfordert. Aber abgesehen davon bist du ein ganz normaler Mensch. Ja, finde ich. Will ich auch bleiben. Ja, wunderbar. Ich danke dir sehr. Alles Liebe dir und alles Liebe euch. Ist das nicht spannend? Ich finde schon. Bis bald.